Seit Anfang April ist die Segeljacht Skytia im Wismarer Hafen zu bewundern. Zuvor lag sie in Rostock. Die Yacht ist ein Nachbau der legendären Segeljacht America, welche 1851 den America's Cup gewann. Die Skytia wurde 2005 im bulgarischen Gebiet Kleinskytien gebaut, daher auch der Name des Schiffes. 3 Jahre später kaufte sie der jetzige Eigner Udo Schisté. Die Yacht hat eine Gesamtlänge von 35 Metern und ist 5,70 Meter breit. Die Segelfläche beträgt 380 Quadratmeter. Im Moment kümmert sich Bernd Schweinsmann hingebungsvoll um alles an Bord. Gemeinsam mit seinem Kollegen kontrolliert er die neue Technik, lackiert das Deck und pflegt die Persenninge. Für ihn ist die Skytia etwas ganz Besonderes. Dieses Schiff ist kein normales Segelschiff. Hier ist noch Handarbeit angesagt. Das heißt, Winschen, ob Kurbeln oder elektrisch, gibt es nicht. Hier muss jeder tatsächlich anpacken. Es sind auch keine Hilfsmittel, keine großartigen Hilfsmittel zum Manövrieren. Es ist alles reine Handarbeit. Die Skytia ist für 12 Personen und für eine 5-köpfige Crew ausgelegt. Bis Oktober bleibt die Segeljacht erst einmal in Wismar. In dieser Zeit kann sie für aufregende Segelturns gemietet werden.